Hallöchen Leute, ich bin übelst angepisst gerade. Ich habe vorhin Videos aufgenommen zu Hardos und zu Kinderserien, wie auch immer. Also zu Videos über Kinderserien, nicht für Brody. Und ich habe die ganze Zeit mein Mikrofon nicht angeschaltet. Ich habe jetzt das aufgenommen und kann es jetzt nicht hochladen, weil mir die Audio fehlt. Ich kann nicht ein neues Video aufnehmen, weil ich kann nicht so tun, oh, ich gucke das Video zum ersten Mal. Oh. Ach, tut mir so leid, Leute. Also Hardos-Reaktion fällt schon mal weg und die Kinderserie. Das habe ich so aufgeregt. Oh nee, aber ich hoffe, jetzt kann mich eine Person aufmuntern. Nämlich der liebe Lied Nord, Video auf dem Zeitkanal hochgeladen. Eröffnet mich wieder Koffer. Ich bin gespannt. Lasst einen Hoch da gerne, bitte. Ich brauche das jetzt, weil ich so angepisst bin gerade. Oh mein Gott. Und lasst ein Abo da. Let's go rein da. Saki auf Twitch, die beste Fall Guys Streamerin. Sag mal hallo. Das sind Ist sie reine Fall Guys Streamerin? Auch funny. alles Psychopathen. Ja, hi, ich bin Psychopath, hi. Das hier ist ein Koffer, den habe ich. Du hast mich erschrocken. Den habe ich ersteigert. Erschreckt. Von der Lufthansa ist der, glaube ich. Der hat 120 gekostet, glaube ich. Krass. Irgendein Typ, irgendeine Dame, Non-Binary, was auch immer, hat den Koffer vergessen, nicht abgeholt und dann kann man den ersteigern. Ekelst du dich davor? Nein. Okay, gut. Ich meine, andere Leute, die Koffer aufpacken, wie Malte zum Beispiel, die packen sich da in Anzüge ein, ziehen sich Handschuhe an, holen Desinfektionsspray, sprühen das alles ein und die ganz normal einfach, jo, machen wir mal auf, jetzt guck mal, schniefen wir an Unterhosen einfach jetzt mal ein bisschen. Oh mein Gott, das ist meine Tasche von Chloe! Was ist das? Was? Wer ist Chloe? Okay. Also, wie viel hat die Tasche gekostet? 530. Wahrscheinlich haben die aus der Türkei geholt und das ist ja, das wahrscheinlich fake. Was ist das denn? Ein Schlüsselanhänger. Was steht da drauf? Ich habe gar keine Ahnung, was da drauf steht. Was steht da drauf? Was ist Schlüsselanhänger, super. Was Lina nicht weiß, ist, dass ich einen kompletten Koffer mit 25 Huggy-Wuggy-Plüschtieren gefüllt habe. Sie denkt, das wird ein normaler Koffer sein und... Übelster Prank. Aber Huggy Wuggy, das Game muss ich auch mal zocken. Auch wenn ich Masterarbeit vorbei habe, dann müssen wir wieder streamen regelmäßig. Dann machen wir einen Horror-Stream-Tag, wie auch immer, dann streamen wir Horror-Games. Und da muss Huggy Wuggy auch vorkommen, endlich mal. Da gibt es auch schon einen zweiten Teil, der rausgekommen ist. Ich habe so viel verpasst. Sie hasst diese Plüschtiere über alles. Ich bin sehr gespannt, wie sie reagieren wird. Dann haben wir hier ein Selfie-Stick. Hätte sie es einfach selbst aufmachen müssen jetzt gerade. Aber auch cool, wie Need to Know gerade hier. Die Leute gerade Merch von Schuh eigentlich. Gar nicht gecheckt gerade. Man Jo. kann Kinder schlagen. Die sind nicht neu. Okay, wenn sie mit Nietzsche noch zusammenkommen wollte, dann sollte sie auf jeden Fall keine Kinder kriegen. Weil sonst schlägt der Kind. Okay, kritisch. Dinge, die du beim Date nicht sagen solltest. Ja, was findest du schön? Willst du die behalten? Nein. Du darfst sie behalten? Nein. Bitte schön. Okay. Mehr Versteckdose willst du die haben? Lass mal gucken, wer zuerst stirbt. Ja, genauso stelle ich mir meine Dates auch immer vor. Oh Mann, ey, man kann auch befreundet sein, Leute, das laber ich immer hier. Aber mehr Verstecker mag ich immer gerne. Geh her damit. Eine Jacke? Passt die dir? Die ist fresh, yo. Richtiger OG. Mega Yo, fresh. Boah, yeah. Das ist eine... Wir haben hier noch ein paar Geburtstagskarten. Was steht da drauf? Danke. Danke, wofür? Boah, das ist von Van Gogh. Der ist Niederländer. Guck mal, hier steht. Ben Ja, Van Gogh ist richtig. Ist er Niederländer? Weiß ich gar nicht. Von gekocht. Auf jeden Fall hat er das gemalt und mir das zugeschickt. Vielen lieben Dank für die Ja. Danke. Warum? Danke, dass ich hier dabei sein kann. Oh, wie süß du Oh. bist. Aber ich werde dich. Oh Mann, ey, bis auf Süßigkeiten. Gott, sieh mir hoch. Gleich schlagen. Was ist das? Was ist Das das? ist ein Auge! Einfach Biologielehrer, aber auf Urlaub. Sollen wir das Was? Wirklich? Sollen wir das anzünden? Ah! Wir haben hier Kerzen. Ein riesiges Auge da drin, auch richtig gruselig. Warum? Sollen wir die alle anzünden? Hat jemand Kuchen hier? Happy birthday to you, Mama. Okay, Need to Know zündet wieder Plastik an, keine gute Idee. Also Kinder nicht nachmachen, ne? Feuer im Auge nicht gut und Feuer auf Plastik erst recht nicht gut. Ich weiß nicht, nur so ein paar Liebäugeleien da mit Plastik anzufackeln und so. Ich sag nur, krebserregend, nicht machen. Aprikose. Herzlichen Glückwunsch, das Auge ist jetzt tot. Ey, lass mal die Kerzen nicht anzünden. Ich hab Kuchen. Ey, ist das Eiskuchen? Das ist Lasagne. Achso. Lasagne, Eiskuchen. Aber sieht halt for real aus wie ein Kuchen. Wie alt bist du? 23. Haben wir 23 Kerzen? Nein.
Boah, ich habe vielleicht eine bessere Idee, die anzumachen, aber es kann gefährlich werden. Oh nee, hast du da jetzt einen Flammenwerfer oder was? Er hat nicht wirklich einen Unkrautvernichter da. So ein ganzes Unkraut wegfatzen hier, geil. Ah, wie er steht. Aber ich muss auch sagen, er sagt, sie hasst Huggy Wuggy, aber im Hintergrund die hockt die ganze Zeit einer. Übelst geil. Jetzt darfst du auspusten. Da schimmelt's schon. Bar, Alter, guck dir das mal an. Oh nein, du Arme. Jetzt kann man es essen, jetzt ist abgetötet die Bakterien. Oh, dann haben wir hier als nächstes. Oh, ein Bauchtanzkleid! Bauchtanzkleid! Du bist Marokkanerin, du darfst das anziehen. Irakerin. Wir werden heiraten. Oh, wie süß! Ist ein Hochzeitskleid? Hochzeitskleid? Wie wurde nachgeraten? Wie wurde ein Biologielehrer? Probier mal an, bitte. Ey, Elias, raus jetzt schnell richtig random aus, ey, geil. Bis gleich. Oha, wie schön! Krass! Hä? Was? Wie schön ist dieses Kleid? Oh mein Gott, das passt dir. Boah, krass. Jetzt bist du 10-mal attraktiver, wirklich. Wir machen weiter. Louis Vuitton, das ist sogar Rie, glaube ich. Ist was drin? Wir haben hier Louis Vuitton, Brieftasche, weiß nicht wie teuer das ist. Das nächste darfst du auspacken. 1100 Euro? Nee, ist doch ein Fake-Ding, die waren doch in der Türkei. Die haben sich da eine Türkei-Sache gekauft. Oh, ich wusste, dass du das nehmen wirst, du Schweinchen. Was ist das? Unterhosen. Okay, perfekt. Das hör auf, das mal hinzuschauen! Das war nur die Jacke. Ich schwöre, das war nur die Jacke. Ich weiß! Das war nur die Jacke! Oh, ich bin direkt hingeguckt so. Oh, alles klar. Das war nur die Jacke! Wir haben ja einmal eine CD. Was ist das? Was ist das? Das menschliche Auge, the human eye. Oh, das gehört dazu. Das ist so Biologieunterricht mäßig. Oh, noch ein Kleid. Oh, süß. Das ist, glaube ich, für einen Mann. Echt? Hä, das glaube ich wirklich für Typen. Zumachen. Jetzt sieht er aus wie ein Marokkaner, so ein bisschen. Marokkaner. Guckst du so angeekelt. Als nächstes haben wir hier. Oh, das ist vom Typen. Nein, das ist von. Das ist für die Frau. Das ist für die Frau. Das kannst du so rüberziehen. So auf Oberteil angelehnt. Warum nimmt man ein Auge mit, um heiraten zu gehen? Kann ich den Tisch damit kaputt schlagen? Nein, doch, hier ist noch ein Auge. Oh, das gehört dazu. Mach das mal so. Mach das mal. Warum ist das verbrannt? Warum machst du sowas? Sollen wir das einer Schule spenden oder anzünden? Ich glaube, diese Frage übrigens nicht von alleine, oder? Wenn man die to know kennt. Geil. Ach so. Wie geil. Jetzt können wir die Pupille sehen, die Iris. Ich glaube, das ist eine Kameratasche. So, hier noch ein Gürtel. Warum lachst du? Das benutzt du auch im Kindergarten, ne? Die armen Kinder. Soll ich das dir zumachen? Soll ich dich tippen? Also irgendwas hat Elias hier mit Erwürgen und sowas, oder? Der hat ja erst die Mehrfachsteiger genommen, jetzt sind wir den Gürtel. An ihrer Stelle würde ich sehr schnell rausgehen hier. Kritisch. Ja. Das sieht sehr falsch aus. Weißt du, wie das aussieht? Wir haben eine Hose. Das ist eine Kinderhose. Die haben schon vorher Kinder gehabt, bevor die geheiratet haben. Das ist ein Bastard. Wir haben noch. Warum lache ich darüber? Das ist die Definition davon. Bastard ist ein Kind, was nicht in der Ehe gezeugt wurde. Oder auf die Welt gekommen ist. Noch eine Hose. Willst du die anziehen? Dir passt eine Kinderhose. Wir haben noch ein Messer. Aber nur die Sachen öffnen, ja? Nicht anderes. Noch ein Pullover. Nur die Sachen öffnen, nicht sie zum Beispiel. Sie möglichst vermeiden zu öffnen, bitte. Nächsten Kinderpullover. Ja, passt cool. Doch dir. Cool. Boah, warum bist du gedisst, Alter! So gemein! Vorhin noch über die Dings geredet in seiner Unterhose und jetzt sie plötzlich schon als Kind beleidigen. Ja, ja. Pass auf, was du sagst hier. Er hat ein Messer und eine Mehrfachsteckdose, okay? Ein Flaschenöffner. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Eine Uhr. Sollen wir die kaputt stechen? Was ist das? Weiß ich. Elias will alles entweder verbrennen oder kaputt stechen, oder? Nicht.
Kann man das aufmachen? Ist das einfach nur so eine Dose mit Bildern? Die waren wirklich in Amsterdam, von Gogh-Museum wieder. Wir können das versuchen aufzumachen, tatsächlich. Ja. Pass auf, oh Gott! Das macht nicht gern. Du rutscht aus. Ja, er macht es jetzt! Ja, der Okay, also wenn die beiden nicht zusammenpassen, weiß ich aber auch nicht weiter. Die ist ja genauso durchgeknallt wie er. Oh. Oh, warum machst du sowas? Der hat 10 Euro gekostet. Den habe ich zum Geburtstag bekommen. Den hat mein Vater mir geschenkt. Oh. Ja! Dann, pass auf, da sind Flaschen drunter. Guck mal, hier sind Bierflaschen. Ja! Was ist das? Lord, lead me to a rock that is harder than I? Das ist ein Stein. Ist reingeritzt? Ich weiß es nicht. Sieht reingebrannt aus. Ist reingeritzt. Oha! Guck mal! Madeira! Ey! Das ist Unges Koffer! Der braucht Bubatz hier. Ja, Unges Koffer mit dem Auge drin und der 1100 Louis V Handtasche und dem Brautkleid safe. Guten Tag. Vertrau mir da einfach. Wir haben hier eine Soundmaster. Was ist das? Was auch immer man hiermit machen kann. Wir müssen eigentlich das hier noch öffnen. Da ist irgendwas drin. Da kommt nichts raus. Vertrau mir, da ist was drin. Schuhsohlen. Mhm. Muss man sehen. Boah, das hat wehgetan. Wir haben hier einen Mercedes-Benz-Reserve. Die mögen sich gegenseitig zu verletzen. Da läuft was, Leute. Tank. Da kann man Trinken reintun. Aber... No. Stich auf Füße. Dann haben wir hier noch Schlüsselanhänger. Wir haben hier ein Deutschland-Shirt von Lukas. FIFA 2014. Yo, geil, Alter. Wie lange liegt das da? Wir haben noch. Ja, 2014, das haben die doch gewonnen. Oder? Haben wir nicht die WM gewonnen 2014? Oder so? Ich weiß nicht, da war doch irgendwas mal das vierte Mal. War das schon so lange her? Weiß ich gar nicht. Ey, ich glaube, das passt hier. Warum beleidigst du immer? Ich sag doch, das passt hier. Das passt. Ja. Ich kann mir noch willst du auspacken? Ist das eine echt Ledertasche? Das wäre krass. Das wäre übelst krass. Du bist doch für eine Kuh gestorben. Wahrscheinlich. Ich hoffe, bei einer Magic im Sommer. Wir haben noch ein Shirt von Yamaha. Ein Yamaha, ja. Genau, stand da drauf. Nicht Yanmar, nee, Yamaha. Geld. Beutel. Das. Ich meine, Yamaha, die Firma bringt ja auch irgendwie Klaviere raus und Motorräder. Also was ist das für eine Kombi auch? Übelst krank. Da ist gar nichts drin, da ist ein Loch drin. Da, echt? Ja, guck. Weil da das Geld reinkommt. Oh mein Gott! Ja! Rubik's Cube. Ich liebe das. Ich kann es zwar nicht, aber ich liebe das. Wer ist ich habe auch hier einen gelösten noch rumstehen da hinten. An, der ist nicht mehr gelöst. Nein, ich habe den zerdreht. Ich hatte den mal, ich habe früher auch so eine Sucht gehabt, wo ich die tausendmal, wo ich die so auswendig schon lösen konnte. Und dann habe ich den einfach einmal gelöst und stehen lassen, seitdem kann ich es nicht mehr. Jetzt habe ich den einfach einmal wieder durchgedreht, jetzt kriege ich nicht mehr hin. Muss ich wieder Tutorials gucken, wie das geht. Nee, kein Bock, ich lasse es jetzt so. Ich lasse es so, kein Block. Schneller, du machst so lange den Rubik's Cube und ich zerstöre so lange diese Dose. Mal gucken, wer schneller fertig ist, ja? Du musst die Hose noch schnell ausziehen. Du musst immer eine Seite so, andere Seite so. Und irgendwann mal, dann löse ich das. Ah ja, danke fürs Tutorial. Gib lieber Gas, ne? Vertrau mir, das ist gleich offen. Wow, oh. Das geht wirklich auf. Da ist wirklich was drin. Was ist da drin? Ja klar ist da was drin, das ist eine Dose, die zu ist. Natürlich muss da was drin sein. Aber jetzt ist nicht mehr viel davon übrig wahrscheinlich. Ein Messer reingestopft direkt. Ein Puzzle. Warum ist da ein Puzzle drin? Das ist ja mal ultra random. So sieht das aus, wenn es fertig ist. Oh, jetzt hast du gespoilert. Jetzt hast du gespoilert. Stimmt aber eigentlich, ne? Du puzzelst ja auch nicht. Du musst das Originalbild ja wissen, dass du weißt, wie du puzzeln musst. Das ist ein Baum. Der Baum sieht aber tot aus. Und dann haben wir noch eine Hose. Oh, wow. Ein Regenschirm. Oh. Dann noch ein Kochlöffel. Kochlöffel mitgenommen. Boah, du Sexist! Immer werde ich schlecht behandelt von Frauen. Ich frag mich warum. Und wir haben noch einen Schuh.
Und geshootet. Buh, buh, buh. Ey, das Video ist so lustig, allein wegen den beiden irgendwie, deren, wie sagt man dazu, deren Vibe oder so, deren Chemie. Welche Größe hast du? Welcher Mann trägt 40? Was ist das für ein Kind? Alter. Das ist Zwangshochzeit. 10.000 Jahre. Das Brautkleid ist die Schuhe noch, kritisch, dann das Auge noch für die Schule, enge Hosen. Ich schwöre, das sieht sogar nice aus. Oder nicht? Und wir haben noch ein Schloss. Oh, ich weiß, was wir machen müssen. Was denn? Das war doch, ja, was sie auch gerade sagen will, das ist für die Brücke gedacht wahrscheinlich auch. Dass man deinen Namen reingraviert und dann das Schloss zu schließen, den Schlüssel in den Fluss wirft und dann der Fluss verschmutzt, weil zu viele Metallstücke da drin sind und gleichzeitig auch noch die Brücke kaputt geht, weil die Gewicht von diesen Tausenden an Schlössern das Gewicht nach unten drückt und deswegen die Leute hingehen müssen, die Schlösser wieder abtrennen müssen, weil sonst die Brücke kaputt geht. Das ist doch so eins, oder? Gravieren irgendwas rein, dann gehen wir nach Köln und schließen das auch da an und danach 7 Jahre später... Kennen wir uns eigentlich gar nicht mehr. Die ganzen Leute sind wahrscheinlich schon alle getrennt. Das stimmt. Aber ich blockiere dich gleich. Und dann noch zuletzt ein Ball. Nein, 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 nein. Der hat dir gar nichts angetan. Alter, bist du ein Sadist, Mann. Ach, krank. Hä, warum? Warum? Okay. Dann gehst du weg. Nein. Elias, ich will nur mal sagen, da unten sind immer noch Bierkästen oder hat die weggemacht mittlerweile? Weiß ich nicht, kritisch irgendwie so ein bisschen. Was ist jetzt los? Ich habe ein Bier geöffnet! Ja, ja. Kann jemand so nach? Ja, als ob! Nicht mal das Glas kaputt gemacht, sondern das Bier geöffnet! Ja, was ist für ein Zufall? Wie geil ist das denn, der Leuch? Du machst Bier kaputt, aber du machst auf. Machen. Und die Uhr ist auch, aufgegangen. Kannst du dieses Dings? Nein. Ich auch nicht. So cool bin ich. Tornado. Ich auch nicht. Tornado ist einer relativ einfach zu machen, aber du willst nicht, die Auswirkungen darauf sind eher nicht so geil, wenn das ganze Wasser da rauskommt, das ganze Bier. Ja. Genau, das meinte ich. Okay, das ist auch ein Koffer, den habe ich sogar letztens noch ersteigert. Wie viel hast du es bekommen? Der hat 100 gekostet. Ah. No way! Was? Wir können ja mal einen Tod stechen. Ja, auf jeden Fall. Sie hasst die Viecher auf jeden Fall des Todes. Ultra gruselig. Sie kuschelt mit denen ja noch. Oder so ein Scheiß. Willst du einen anzünden? Nein! Okay, was machen wir jetzt damit? Wir können die anzünden und so. Soll ich wieder diesen Feuerdings holen und einfach rüber? Bist rüber. Du Wie er sich schon freut! Unkrautvernichter, ja! Du musst mir mal sagen, warum jemand so viele davon mitnimmt. Ich weiß nicht, vielleicht wollte der Eddie für 5000 Euro verkaufen. Ich kann ja mal eins anzünden und gucken, was passiert. Ich werde die töten. Hast du noch den Hammer hier? So, willst du mal machen? Leute! Wo ist das Messer hin? Oh, ja, das ist ganz wichtig. Ich will den aufschlitzen. Ah, in so einem Ding nach Messer suchen. Ich habe Angst, dass ich mich selbst aufschlitze dann dabei bei der Suche. Warum genau tötest du dich jetzt alle? So, und da jetzt machen wir Schnee. Ja, Weihnachten! Yeah! Schneeballschlag! Hast du den aufgemacht? Yeah! Mit meiner Hand. Was ist? Oh, das ist schon brutal, ey, wenn die so ein Gesicht haben. Siehst du, wie die aufgerissen werden, so in der Reihen rausgeholt werden. Wow. Hä? Da ist gerade was rausgefallen. Er merkt's nicht. Mach mal auf, weil das, ich schwöre, da ist gerade was rausgefallen. Was ist denn da raus? Ich weiß nicht. Sind da irgendwelche Drugs drin? Okay. Jetzt ist voll ruhig. Oha, was ist das? Was ist das? Was ist hier? Als ob die jetzt dann über diese Drogenschmuggel, was? Was?
Ich schwöre, ich habe einen Koffer gekauft. Ja, das ist auch zu, das gehört zum Prank, oder? Das gehört zum Prank. Das gehört locker zum Prank dazu, oder? Ich weiß nicht. Er hat die ja einzeln gekauft, hat er gesagt. Aber hat er die ja dann reingesteckt und alle wieder zugenäht? Sollen wir das sein lassen? Ja. Was ist das? Nein, ich glaube nicht, dass das Drogen sind oder so. Ja, was soll sonst sein? Sonst Kopfschmerztabletten sein in Kuscheltieren oder was? Aber... Sieht halt aus wie Tabletten, das sieht aus wie Süßigkeiten. Er zittert, das könnte echt wirklich sein. Echt gruselig, und sie nimmt direkt eins. Wonach riecht das? Nach was anderem. Ich bin voll nervös gerade. Was ist los? Komm mal runter. Ja, ich hab die Scheiße gekauft. Da passiert doch schon nichts. Ja, dann lassen wir es einfach. Wir können das Video beenden. Ja. Hä? Nimm dir noch eine. Schluck die mal runter. Nein! Hey, was? Das sind keine Drogen. Guck mal, wenn es Drogen wären, wäre das vom Zoll aufgefangen worden. Das nimmst du auch. Aber warum sollten sonst in den Kuscheltieren so Tabletten drin sein? Der Zoll kann doch auch sowas mal nicht sehen. Da kann auch mal was durchgehen. Der Schwarzmarkt ist riesig. Da kann was durchrutschen. Auch eine? Digga, ich. Ey, du bist unser Versuchskaninchen. Er ist Tablette. Warum schluckst du das runter? Okay, der hat's wirklich. Okay, dann mach ich auch. Geht's dir gut? Ey, das ist ein ganz anderer Weil. Es ist doch locker ein Prank. Das ist ein Prank, oder? Das ist ein Prank. Das ist doch ein... Nee, das kann doch nicht wahr. Ich habe richtig Gänsehaut gerade. Richtig gruselig. Boah, ich trau mich das so gar nicht. Oh yeah. Läuft das noch? Oh yeah, yeah. Ja. Oder? Warum läuft das noch? Egal, wir machen aus. Wir schmeißen die... Ach so, ihr habt schon Schluss gemacht. Wir schmeißen das weg. Und dann, 120 Euro für diese Hose? Was? Wie teuer? Das will ich nicht. Jetzt wirklich? Wahnsinn. Ich weiß es nicht. Alter, das kann nicht wahr sein. Die Drogen da ist auch jetzt. Hör auf. Ich schwöre, das ist was. Dann können wir die nicht verschenken. Nee, Alter. Ich fühle mich aber ein bisschen nice, ich bin ehrlich. Wieso? Sollen wir mal sterben? Nein! Hey, es ist glaube ich, eines der gruseligsten Videos, die ich bisher auf YouTube gesehen habe. Ich weiß nicht, was ich denken soll gerade, was ich fühlen soll. Soll ich mal sterben und einfach alle schlucken? Na, oh Gott! Ich schwöre, ich glaube, das ist ganz normal Medizin. Nee, das glaube ich nicht. Das ist Medizin. Man weil, kann auch normal Medizin mitnehmen. Nein, weil im Ausland ist das günstiger. Deswegen kaufen die das da. Ja, es kann Medizin auch sein, aber trotzdem sollst du einfach irgendwelche Tabletten nehmen, die du in irgendwelchen Puppen findest. Die einfach schlucken. Es sieht von der Form auch genauso aus wie mein Antibiotikum, was ich die letzten Tage nehmen musste. Kann ich auch sein. Ein, aber man darf halt nicht so viel Medizin rüber schmuggeln. Und dann packen die das halt in Plüsch drin. Warum hast du denn gerade so gezittert? Wann habe ich gezittert? Jetzt gerade, beim Aufmachen und beim Halten. Boah, ich habe mir gerade voll die Sorgen gemacht. Nee. Noch eine? Was? Warum? Man sieht sich beim nächsten Mal und ciao und ja, bis dann. So, wir haben hier ein paar. Ah, es ist ein Prank. Ah. 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 Das hat er so gut geschauspielert gerade, Elias. Ich hab ultra... Ach, es ist sogar Paracetamol. Es ist sogar das, was ich genommen hab. Nicht Antibiotika, aber es ist Schmerzmittel gewesen. Es hat trotzdem zwei Schmerzmittel einfach so geschluckt. Aber trotzdem, oh, ich hab... Oh, oh, hatte ich gerade so Angst. Ach du Heiliger, mein Herz. Oh, wie bist du Horrorfilm? Paracetamol-Tabletten genommen.
die dann da dieses Logo von abgekratzt und... Die Mutter macht mit! Wie sieht das aus? Die Mutter macht einfach mit und näht das Ding wieder zu! Boah, du Drogendealer, warum machst du sowas? Wie ihr sehen könnt, war das alles nicht echt und schaut bitte bei Lina vorbei auf ihrem Kanal, weil die hat das alles geglaubt, aber die hat einfach diese Medikamente im Mund genommen, was zur Hölle? Ja, ja, echt so. Gruppendynamik. Hä? Alleine dafür hat sie es verdient, dass sie auf ihrem Kanal vorbeischaut, okay? Bis dann. Alter, das war das gruseligste Video, ich muss mich erstmal erholen wieder. Ich hab Schock meines Lebens, ey. Bro, die Fly, meine Identität, die bleibt geheim. Rette, wenn die beiden Keks versagen, jeder weiß, ich flye heim.